Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch, ich muss selber schauen, Something in the Woods. Und wir starten direkt rein. Oh, ein schöner Sonnenuntergang. Irgendwo, nirgendwo. Ich mag so eine Musik. Diese Chillwave. Diese 80er Jahre. Ich mag es einfach. Und wie vielen hängt es ein bisschen zum Hals raus? Ich finde es geil. Kann ich was machen? Nö. Wir hören ein bremsendes Auto und Musik ist auch. Okay, sind wir vielleicht für eine kleine pinke Pause ausgestiegen? I need to get coffee. Alles klar. Ja, ihr seht, das ist, die Grafik ist auf dem neuesten Stand der Technik. Oh, wir sind ein Cop. Wir sind ein Cop. Alles klar. Dann lass uns doch mal Kaffee holen. Wir sind bei Lawn Gas. Aber der Himmel sieht schon schön aus. Also, kostet der Sprit hier? Heidewitzka. Das ist aber teuer. So, lass uns einen Kaffee holen. Hallo! Ich bin immer erstaunt, was das hier bei den Amis immer so an den Tankstellen geht. Okay, bei überall Melitta-Tüten. Filtertüten. Oh, hier ist Kaffeemaschine. Alter! Das ist so HP Lovecraft! Das ist so HP Lovecraft! Wo sind die anderen? Die anderen kenne ich alle nicht. Aber das ist doch HP Lovecraft. 257, was sagst denn du? Das ist doch Hans Philipp. Das ist Lovecraft. Das ist Lovecraft auf jeden Fall. Oh, eine Schleichwerbung? Eine Clubs? So, kann ich hier Kaffee ziehen? Wer bereit für einen Kaffee? Oh, okay, E. Und vielleicht so ein Häschen Kringeldonut irgendwie? Der sieht ganz schön dünn aus. Irgendwie so aus wie Schrimps. I should go to the counter and pay for it first. Okay. Oh. Hello, sir? Okay. Ja. Lief nicht so für den Tankstellen. A dead body with no head. Jesus Christ, I can't read this text nicht so fast. Okay, also, Typ ist tot. Hey, if you go outside for the smoke or something else, maybe you should go in pairs. Cause I recently heard some weird sound in the woods. They were almost human-like. It's probably just wolves or mountain lions, but still, be careful outside. Listen to the sound. Press space to exit. Entschuldigung. Ja, kann ich nicht raussehen? Wir sind nicht im... Oh, wir haben eine Pistole. Ach, geil. Oh, hey, okay. Steuerung ist Schießen. Muss man sich erstmal gerade ein bisschen dran gewöhnen. Ist ja okay. Kann ich crouchen? Nee. Ach, das ist aber cool gemacht mit der Kippe. Gefällt mir. Schön. So, wie sich hört für so ein Polizist in den Staaten. Ist da irgendjemand? Kommt raus! Also ich sehe jetzt keine. Glow, wir haben unendlich Munition. Schön. Okay. Oh no. Geht in den Wald. Hab ich denn irgendwie? Ich möchte bitte. No parking. Okay, haben wir eine Lampe? Ja, haben wir. Naja. Oh, Scheiße. Okay, dann folgen wir mal der Blutspur. Und wir holen uns unseren Kaffee und fahren weg. What the fuck? Oh, hoppala. Also ihr seht, ich hab schon einen sehr nervösen Zeigefinger hier. So, und wahrscheinlich wird mir Herr Junger beipflichten. We love Pixel Games. Ich find's schön, dass auch jetzt vermehrt halt wieder irgendwie Spiele in dem Stil gemacht werden. Also, das ist jetzt nicht neu, ne? Aber muss halt nicht immer so pseudo versucht werden, irgendwie up to date mit der Grafik so zu sein und dann irgendwie so ein halbrotziertes Spiel. Dann lieber sowas hier mit Stil irgendwie. Finde ich schon geil. So, Taschenlampe. Kann Schnee aufnehmen. Da mal da ein Zelt.
Hello? Ah, ja, schön, schön, schön. Was haben wir hier? Eine Axt. Nimm ich. Kann ich nicht nehmen. Ein Zettel. Tag 4. Wo ist denn Tag 1, 2, 3? I'm here all alone in the middle in of the woods. Well, not exactly. There's a gas station around 10 minutes away, but it's my first camping trip. So I've got to start somewhere. I've been trying to climb the mountain and I definitely made progress from the first day. It's challenging, but I think I'll do it tomorrow. I've also been just sitting here by the fire enjoying the silence and nature. It's really great. Except for the weird animal, almost human, bone-shedding screams in the middle of the night. The first night, they were far into the wood and mountains. Slowly over the days, they have been getting closer to me. Last night, I hear them really close. Maybe 35 feet from the tent, from my tent. That night, I also hear something walking around my camp. I pray to God that it's just some animals. Putting it aside right now, as I write this journal, I'm preparing some beans. I really like these beans from the gas station. They're really delicious. Press space to exit. Beep. okay, cool. So, das hat anscheinend nicht so geklappt mit deinem Bodenessen. So, dann nehmen wir mal hier vorne wieder zurück, weil die Blutspur ging hier vorhin noch in eine andere Richtung. Ja, okay. Okay, so geht's hier durch. Hallo? Ich glaube nicht. Ich kann mich verlaufen. Oh, nee, jetzt weiter. Oh, ja, jetzt weiter. Ah! Okay. Oh, Mann. Das hat ihn erwischt. Oh, Scheiße. So, dann geht's mal weiter. Was ist denn das überhaupt noch für eine Blutspur? Den Typ von der Gas, von der Gasstation, der liegt da hinten. Hier liegt der Camper. Was für ein Blutspur ist das hier? Sir? Hello? Sir? Oh, kann ich nicht schießen? Jetzt kann ich nicht schießen, ich werd irre. Ich bin verlassen. Oh Gott, Alter. I need to report all this shit. I have radio in my car. Cops in Amerika sprechen immer so. Die sind immer... Was hat denn der hier gefressen? Wer bist denn du? Wer... Ach du arme Sau, Alter. So, let's get back to the car. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ja, geht nicht. Ich hab ein ganz ungutes Gefühl. Geil, das Geräusch, weil er einfach über trockene Reiswaffeln läuft. Ich kann auch nicht mehr schießen jetzt. Mann, oh. Thank you for playing. Ja Mensch, das war Something in the Woods. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Büchse Boden da irgendwie in Form eines Daumens, der nach Norden zeigt. Falls ihr noch nicht habt, abonniert doch gerne den Kanal. Helft uns etwas zu wachsen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Klicki klacki. Tschüss. Klicki klacki. Was? Kommt einfach wieder.